Die Eishockey-Profis der Augsburger Panther liefern derzeit eine hochspannende Saison ab. So ist bei der Playoff-Begegnung gegen die Düsseldorfer EG am Sonntag noch alles drin für die Augsburger, die im heimischen Kurt-Frenzel-Stadion antreten. 4 von 7 Spielen gewinnen laut Reglement der deutschen Eishockey-Liga der müssen die Mannschaften in dieser Phase des Turniers 4 von 7 Spielen gewinnen. Zwischen Augsburg und Düsseldorf herrscht Gleichstand, jedes Team verzeichnet bisher 2 Siege. Somit müssten sowohl die Augsburger Panther als auch Düsseldorf die kommenden beiden Spiele gewinnen, um als Sieger aus der Viertelfinalrunde der Playoffs hervorzugehen. Wettstreit auf Social Media. Einen Wettstreit der anderen Art liefern sich beide Vereine in den sozialen Netzwerken, weil beide Städte ein berühmtes Puppentheater haben, veröffentlichten die Vereine zuletzt eine Serie kleiner Sketche über das Duell zwischen den Panthern und der DEG. Den Auftakt machte das Marionettentheater an der Bilderstraße in Düsseldorf. Im Video ist ein Pantherkätzchen zu sehen, das den Düsseldorfern wortwörtlich ans Bein pinkelt und vom DEG-Löwen lautstark vertrieben wird. Marionetten-Slapshot fegt Düsseldorf vom Eis. Die Augsburger Puppenkiste reagiert auf die Siege der Panther mit einem Clip, wo das AEV Mammut den Düsseldorfer Löwe mit einem Slapshot vom Eis fegt und der Augsburger Neandertaler mit Pantherulle, Gegner kaputt. Augsburg ist gut, den Sieg der Augsburger besingt.